Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Ruby Destiny Rescue Rangers in Poketropolis. In dieser Stadt ist irgendwo eine Gilde, ich habe keine Ahnung wo. Das ist ja sehr redselig, das Feurige. Hallo, bist du von hier? Ich bin irgendwie neu hier. Ja, ich auch, seit der letzten Folge, ich habe noch nicht mal eine Ahnung. Okay, ich wollte gerade sagen, ich habe noch nicht mal eine Ahnung, wo die Gilde ist, wo ich hin muss. Ich denke, das hat sich gerade geklärt. Na dann. Hier ist ein Clofenser. Diese Gemälde sind toll. Die erinnern mich an frühere Tage. Muss mir nicht nochmal sagen. Das ist ein Pikachu, das Schlurp oder so ein Kack. Und das ist graue Pixel. Warum sieht dein Sprite so kacke aus? Hallo, ich bin Schatzjäger. Wenn du mit deinem Training fertig bist, dann kommt doch mal vorbei und vielleicht verkaufe ich euch dann was. Aha. Ich werde jetzt nicht mit jedem reden. Ah, was Abra macht, das ist mir klar. Warum rennen eigentlich so viele Flamlys rum, die hier einfach so sind? Das verwirrt mich immer ein bisschen. Ich habe ja eins im Team. Hallo, ich trainiere hier. Taubsi und ich sind Team Phoenix. Wow, der Name ist schon cool. Danke. Dieses Flamly ist ein bisschen energetischer als unseres. Ich hab das gehört. Hi. Ja. Kecleon. Du bist auch hier ein Kek. Und hast nicht mal was Neues im Angebot. Bruder. Muss los. Ich hole mir mal ein paar hiervon tatsächlich. So. Endlich. Nach 2 Minuten noch kein Mal vorgespult haben. Das ist für mich ja fast. Das ist gegen jede Tradition. Und können hier noch mehr Viecher rumrennen. Alle Rettungsteams sind versammelt. Hier diese 2 Kanimani, die für mich alle Günther sind. Lasst mich sehen. Sieht aus, als wäre jeder hier. Also, jetzt wo wir ein neues Rettungsteam in der Gilde haben, beginnen wir erstmal damit, dass ihr euch vorstellt. Hallo. Hallo. Ich bin Günther. Ich bin auch Günther. Toll, euch zu treffen. Für mich sind die alle Günther. Da kann mir niemand was sagen. Und wir sind die Günthers. Ich heiße auch Günther. Hallo. Hi. Ich glaube, ihr wisst schon, wer wir sind. Ihr Spastis. Ja, wir müssen uns nicht vorstellen. Wie läuft's, Leute? Ja, wir sind eure Freunde. Genau. Verpisst euch. Hi, ihr Spastis. Ich bin Justin, wenn du es wissen willst. Oh, und das ist mein Partner Ismas. Oh, sehr redselig. Ich glaube, Flamly macht Ismas nach. Oh Gott. Wir sind Team Excel. Ah, das kenne ich auch. Hier, ne? Warte. Scheiße, wo ist das? Einen Moment. Nein, wo kommt das M her? Hier, seht ihr? Das kenne ich auch. Und der Witz war jetzt so kacke. Aber das interessiert ja keinen. Oh Gott. Hallo, ich bin Shiggy. Mein Name ist Eni und mein Partner ist Feurige. Nennt's einfach Cynthia. Hi. Und wir sind Team Aquafire. Hallo, Leute. Hallo an alle. Jetzt, dass ihr jeder jeden kennt, können wir loslegen. Ich bin mir sicher, ihr habt alle von diesem Schatten gehört. Er kann reden! Latios hat uns informiert.
Ja, jetzt müsste ich noch wissen, wer genau ist. Das war doch Shiggy, ne? Ja, dieses Schattending ist irgendwie gruselig. Okay, von diesen Gesichtsausdrücken kann... kann ich lesen, dass ihr wisst, dass Angelallen und Devil Hell ihre Persönlichkeit verloren haben. Das ist jetzt unser neues Hauptziel, wie auch immer. Wir müssen mehr über dieses Schattending lernen. Zum Beispiel, wo es herkommt und wo es sich befindet. Genau, jetzt müssen wir uns alle vorbereiten. Greenleaf, nochmal. Ihr haltet Ausschau. Schon wieder? Ah, das ist nicht lustig. Ja, verstanden. Team Microsoft. Sir! Wir haben einen Brief von einem Anton erhalten. Der ist im Garten. Gut, dass ich das nicht machen muss. Verstanden. Hm. Die Günthers. Ja, passt so. Was auch immer. Ihr habt Training Sektor 1 bestanden. Ihr könnt zu 2 gehen. Los. Okay. Ihr da hinten. Da das euer erster Tag hier, wir trainiert einfach in Sektor 1. Okay. Okay, klingt gut. Aquafire. Ja, Sir. Bringt diese Nachricht zum Chef. Wisst, was ich meine? In Winter Hamlet. Okay. Und jetzt verpisst euch. Das heißt, ich laufe jetzt einfach rum und trainiere. Den Trainingsstein muss ich besiegen? Wow. Also erstmal Level, bin ich gerade nicht so auf dem Stand. Pikachu braucht's dringender. Persienbeeren. Schöner leerer Punkt, finde ich gut. Oh yeah, ein Kackvieh. Das irgendwie für mich ein bisschen wenig Damage nimmt. Danke, gewonnen, Level 24. Wow, das hat ja lange gedauert. Jetzt ist Endivia dran. Nächstes Kackvieh. Zerschneiden wir es. Es benutzt Platscher. Willst du mich triggern? Dass Platscher überhaupt eine Attacke ist. Das war nicht mein Plan. Das war mein Plan. Wow, schön. Da ist ja gar nichts. Da gehe ich mal weg. Hi, Gildenmeister. Nee, falsches Spiel. Hi, Vorentwicklung vom ARN, immer noch falsches Spiel. Ist dieser komische Stein da hinten, der rosane, der Trainingsstein, könnte sein. Was? Ich habe es einmal nicht geschafft zu flüchten. Wo sind wir denn hier, Alter? Dieses Ding hält allgemein ein bisschen viel aus. Kann das? Jawohl, Level 24. Das haben jetzt alle erreicht. Gut, dass ich die ganzen VMs einstecken habe. Boah, warte. Deine Mutter kann nicht entkommen. Hier, guck mal. Da, wer kann jetzt nicht entkommen? Dummer Keck. Also, ich wechsle mal meinen Pokémon, den ich vorne habe. Komm, Psyana habe ich noch kein einziges Mal benutzt. Was irgendwie traurig ist. Ah ja, stimmt. Ich habe ja auch Psychokinese inzwischen, weshalb das Ding nicht mehr schwach ist.
Ihr sucht das Item, um euren Sieg zu beweisen. Ich test euch. Kämpfe ich jetzt gegen diesen Stein? Trainingstein 1 will kämpfen. Und natürlich ist ein Divia an fucking zweiter Stelle. Hier mach einfach mal den da und du. Da kommt natürlich Pikachu rein, das ist keine Frage. Oh, one hit! Leck mich mit deiner Hypnose, jetzt bist du eh im Arsch. Oder auch nicht. Warte. Oder doch. Doch, wenn Pikachu nicht aufwacht, würde wahrscheinlich Konfusion nicht reichen und Pikachu wäre nicht aufgewacht. Wow, ihr habt gewonnen. 800 Poké-Dollar. Ihr habt gewonnen, sagte ich schon mal. Training ist fertig, geht zu. Willst du mich verarschen? Ich muss jetzt wirklich den ganzen Scheiß-Dungeon zurückrennen. Immerhin ist er nicht lang. Und noch nicht so ausgelutscht wie der erste. Aber Psyana geht schon ordentlich ab. Ich mag das Mon auch. Auch wenn das jetzt nichts Besonderes ist, sag ich mal. Weil ich mag alle Evoli-Entwicklungen. Nur den deutschen Namen Vollipurba mag ich nicht. Wer hat sich den Scheiß einfallen lassen? Ah komm, hier mal Konfusion, lol. Ich zünd dich an. Glückwunsch, ihr habt den Test bestanden. Ich bringe euch zurück zur Gilde. Hier ist ein Heilstein. Und was genau ist das für ein Raum? Einfach nur ein Raum mit fucking vielen Statuen und einem Heilstein. Und was soll ich jetzt machen? Wow, alle schon wieder da. Okay, und wann war jetzt Nacht? Guten Morgen an alle. Go-Getters und Günthers. Ja, stimmt schon, was auch immer. Für die Günthers. Eure Performance gestern war ziemlich gut, insgesamt 83%. Oh, danke. Eure Performance war auch okay, 74%. Wieder was? 74? Das ist ein guter Start, denke ich. Ja, warum nicht? Was habt ihr denn? Jetzt zu euren Pflichten. Greenleaf, ihr geht in Sektor 3 trainieren. Endlich! Danke, verstanden. Yay! Günthers und Aquafire. Ja! Ihr werdet Bären im Fruchtkorb sammeln. Team Microsoft, hier ist mal wieder ein Brief, der an euer Team gerichtet ist. Ihr könnt ihn auch alleine lesen. Aber ich kann ihn lesen. Ich meine, gut. Danke. Und ihr macht weiter Training in Sektor 1. Okay. Jetzt macht euch auch. Warum waren da japanische Zeichen? Und was jetzt? Heißt das, ich muss jetzt einfach nochmal diesen Fuck-Dungeon durchrennen? Ich hoffe, das ist ein Gag. Weil es sieht ja so aus, als wäre dieses Mal nicht mal was. Oder? Okay, vielleicht hat sich der Trainingstein verschoben. Dann hätte man wenigstens, auch wenn das immer noch nicht gerade toll wäre, dann hätte man wenigstens was hinten dran gehängt. Nee, der ist da immer noch an derselben Stelle. Du brauchst mal stärkere Attacken. Heißt das, ich mache jetzt wirklich 1:1 dasselbe wie vor etwa einer Minute. Nur mit ein bisschen Kackdialog dazwischen. Da war schon wieder ein Level up. Oh Gott, das macht ja gar nichts. Oh Gott, macht doch mehr als ich dachte. Hm,
könnte es aber schon insgesamt mehr Schaden machen, meinst du nicht? Ich muss jetzt mich eigentlich echt instant wieder heilen. Endlich mal mache ich gescheit Damage. Alter. Du musst jetzt aber echt nicht sein, oder? Lol, Opfer. Ist jetzt der einzige Unterschied, dass es andere Boss-Pokémon gibt. Ich würde sagen, hier mal weg. Mit dem mache ich heute mal ganz kurz einen Prozess. Ja, nächste Runde. Training Stone 2. Jetzt wisst ihr, dass ich in der 9A bin. Klasse. Naja, ist jetzt noch keine so große Ansage, also. Ja, du bist gefährlicher für den Dude. Ja, dass ein One-Hit ist, war mir klar. Ich mache hier mal ein bisschen chilliger, nur Konfusion. Zack. So, ich muss selber sagen, diesmal verstehe ich es auch. Es wird wieder heißen, dass meine Performance nicht perfekt war. Und diesmal stimme ich dem auch zu. Ich habe hier auf dem Weg... Klar, ich stelle ein fucking Feuer-Pokémon nach vorne und treffe einen Magma. Ich sag so, ich könnte besser performen, also... Ja, Endivie. Weg hier. Du bist nicht gefährlich, nur falls du es nicht... Oh, Mann, bin ich schlau. Willst du mich verarschen? Ich stelle ein Feuer-Pokémon nach vorne. Treff erstmal ein Feuer-Pokémon. Ich stelle ein Pflanzen-Pokémon nach vorne. Treff ein Käfer-Flug-Pokémon. Ich stelle deine Mutter nach vorne und treff einen Magus-Gutschein. Nee, warte, was? Ansage des Jahres. Leck mich. Yay, mal wieder. Greenleaf, eure Performance ist 67%. Jetzt versuche ich hier schon wieder, versuche ich nochmal zusammengeschlagen zu werden, wenn dein Team eine gute Performance will. Wir machen nächstes Mal unser Bestes. Wow. Tropius ist ruhiger, als ich dachte. Ja, Go-Getters 79. Ja, wir haben Fortschritt gemacht. Microsoft. Anton war zufrieden. Er hat euch hier das gegeben. Weiter mit der guten Arbeit. Nächstes. Ihr müsst diesmal... Opfer! Ihr müsst zum Sichlor-Squad. Hat der Sichlor-Squad... Oh, sie ist schon wieder... Ah, die wollen uns wieder zum Rennen herausfordern. Ihr könntet es auch selber lesen. Ja, dankeschön. Go-Getters und Microsoft, ihr werdet Bären sammeln. Go-Getters zum Fruchtkorb. Wie gesagt, Fruit Basket. Das heißt wortwörtlich so, aber das wird's nicht sein. Okay. Ja, Bären jagen. Yay. Yay. Günthers. Günther! Ja, halt's Maul. Ja. Und ihr macht mit dem Training weiter. Das ist so langweilig im Moment, da bin ich ehrlich. TM03 hatte ich, glaube ich, auch schon.
Warte, hä? Ich hab hier gerade eine VM gefunden, die ich schon hatte. Willst du mich eigentlich verarschen? Kann das eigentlich irgendwer? Außer Dratini halt, nein. Aber du willst mir jetzt wirklich erzählen, dass ich hier gerade random eine VM gefunden habe, die ich ohnehin schon habe. Und warum sind da keine Bären? Ah ja, hier, Rock Smash. Hab mich schon gewundert. Und ich hab gehofft, dass ich dich nochmal treffe. Ist das ein besserer Feuerangriff? Nein! Geil! Jetzt kommt hier so ein Otto vorbei. Krasser Witz, ich weiß. Ich habe keine Ahnung, wo genau ich hin muss. Alter, immer diese Ottos. Digga, geh weg, Otto. Ja, du kannst herkommen. Ich nehm's zurück. Also, wenn sich irgendwer diese Folge heute nicht geben kann, als ob irgendwer die Folgen überhaupt guckt. Das verstehe ich voll und ganz. Das ist ja mal die langweiligste Folge im ganzen Projekt. Ich hoffe, beim nächsten Mal kommt dann wieder mehr Story, aber für heute ist gleich auch gut. Und wo sind hier jetzt eigentlich genau die Bären? Schwablu! Hi. Ich renne hier einfach durch und hoffe, dass am Ende des Dungeons Bären sind, aber wo sonst? Die Büsche habe ich ja schon geguckt, ob man... Ah ja. Sind wir da? Ich glaube schon, das ist der einzige Ort, wo diese Bären wachsen hier in der Gegend. Jetzt müssen wir sie nur sammeln, oder? Das ist der Plan. Ich kann nicht glauben, dass wir das tun. Ich glaube, wir können nichts dagegen tun, Günther. Na dann, lasst sie uns sammeln. Klasse Musik. Okay, das sind alle. Ich glaube nicht, das ist genug für die Gilde. Lasst uns einfach hoffen, dass die anderen Teams mehr haben. Ja, ich hoffe schon. Flemmi? Ist irgendwas? Ich habe nachgedacht. Was denkt ihr über dieses ganze Gildentraining? Unser Training in der Gilde. Es ist Kacke! Nee, was? Naja, eigentlich ist es nicht so schlecht. Stimmt nicht, es ist Kacke. Stalos ist ein bisschen streng. Rose ist nicht gerade zufrieden, wenn Team Greenleaf in der Gegend ist. Aber ich glaube, es ist cool. In einem sehr merkwürdigen Weg. Ja, ich glaube schon. Naja, lasst uns zurückgehen. Geht's dir jetzt besser? Ich weiß nicht. Ignoriert mich einfach. Komm. Okay. Okay, wenn du das sagst. Ja. Ich würde sagen, jetzt noch die Mission abholen und dann endet diese Folge. Apropos, habe ich eigentlich in irgendeiner Form relevant Geld, mit dem ich mir was gönnen könnte? Naja. Ich kann mir einen... Was bei mir auch die Sache ist, ich habe noch nie einen von den Belebern benutzt. Warte. Ich dachte, ich muss husten. Bevor wir loslegen. Ich würde gern mal Team Go-Getters für unser letztes Abendessen danken. Hä? Okay. Naja, ich muss schon zugeben, das war gut. Danke. Ja, war toll. Danke. Danke. Gern geschehen. Danke, Leute. Also jetzt. Oh! Danke? Ein Orden? Einfach nur für die Bären? Vergesst nicht, dass wir immer noch eure Performance bewerten. Und eure insgesamt Performance verdient die Belohnung. Oh, danke. Yay! Übrigens, Aquafire hat eine 78% Performance. Jetzt zu entpflichten.
Microsoft, Green, Leaf und Günthers. Ah! Ihr werdet das merkwürdige Phänomen im Vextra Forest Südwest untersuchen. Der Schatten hat in den Teilen Probleme gemacht. Verstanden? Aquafire und Go-Getters weiter trainieren. Wow, bis zur nächsten Folge. Hoffentlich wird's dann ein bisschen spannender. Wenn nicht, muss ich ganz weit los. Ciao.